der aus? Geil. Heftig. Da muss ich noch ein Bild machen davon. Mega. So, jetzt gehen wir wieder den Weg zurück. Da hinten wird es schon richtig, richtig dunkel. Wir hatten jetzt echt Glück, dass es aufgehört hat zu regnen. Windig war es und kalt, aber wir machen uns jetzt auf den Heimweg und ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß nicht, wie lang es wird, ob es 10 oder 15 Minuten wird, weil wir wirklich uns beeilt haben. Weil wir jetzt nicht wussten, kommt jetzt noch der Sturm früher oder starker Regen. Das wurde heute angekündigt und wir wollten das, die Schalensteine auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, haben dann sozusagen einen Schnelldurchlauf gemacht. Aber ja, einige Steine haben wir ja gesehen und die anderen kommen einfach dann beim nächsten Mal dran. Dann bis bald. So, noch mal ganz kurz. Hier ist das Baumhaus. Jetzt habe ich es gefunden. Sind wir gerade auf dem Rückweg, weil das jetzt anfängt zu stürmen. Und hier ist das Baumhaus. Oha. Das bewegt sich richtig da drin, oder? Da mache ich noch ein Foto davon. Mega. So, dann gehen wir mal dahin. Wahnsinn. Krass. Also bei uns im Altdorfer Wald gibt es auch so Baumhäuser. Die haben die auch so hochgebaut. Betreten allerstrengstens verboten. Steht da drauf. Ja klar, kann ich verstehen. Es raschelt ein bisschen. Hochgebaut. Und hier schnell durch. Also bei Sturm in so einem Baumhaus möchte ich nicht unbedingt sein. An sich finde ich das eine super Idee, aber bei Sturm kann das doch schon ganz schön gefährlich werden. Da hinten sieht man es noch ein bisschen. Ja, Wahnsinn.
war ich ja schon. Das ist dieser Riesenstein. So, also jetzt sind wir gleich unten. Lass mal den Weg noch finden. Also am besten den schnellsten und einfachsten Weg. So, also dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Sehe ich erst das jetzt? Wahnsinn. Das habe ich gar nicht vorhin gesehen, wie riesig das da ist. Heftig. Wow. Kann man da drauf? Ja. Wow. Wahnsinn, wie groß sie sind, die Steine. Die habe ich gar nicht gesehen. Ihr Lager gebaut. Hallo? Hallo? Krass. Naja, hier kannst du gut. Ja, guten Platz. Wow, riesig, riesig. Das sieht so groß aus hier. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Auf dem Video sieht das alles so klein aus, aber das ist riesengroß, die Steine hier. Stell dich mal dahin. Also, hier hinten ist der Mario.
So, mein Akku ist jetzt, mein zweiter Akku ist jetzt gleich leer. Hier, da ist auch ein Schalenstein. Guck ich mal, ob ich da ein bisschen näher hinkomme noch. Boah, der Akku ganz sein Geist aufgeht. Nämlich noch gar nicht. Also hier kann man sich echt irgendwie verlaufen, habe ich so das Gefühl, ne? Wir sind von der mit diesen Steinen da. Du bist hier hochgelaufen? Ja. Nein, das ist auch ganz schön. Ich bin hier hochgeklettert, weil ich dachte, wir waren nicht. Aha, also, da, also wirklich, also durch das, dass ich jetzt hier nicht war, kann man sich wirklich verlaufen. Ja, ich habe eigentlich keinen Akku mehr. 10%, also krass, die Steine, wie riesig die sind. Vor allem die da hinten. So, jetzt. Das war's jetzt. Ende Gelände. Jetzt gehen wir nach Hause. Tschö mit Ö. Hier die Wurzel. Richtig geil gewachsen. So, jetzt pisst. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Gerade jetzt, wo wir gegangen sind, meine Hose schon nass. Es war jetzt perfekt. 2 Stunden kein Regen. Wir hatten echt mega Glück. Krass, der Stein. Genau. Und jetzt gehen wir zurück und fahren nach Hause. Jetzt pisst's, ne? Volle Kanne. Und mein Akku ist alle.